Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon X in der Wedlock Challenge. Wir sind momentan hier in Fluxia City, kann das sein? Ich bin nicht ganz sicher. Und wollten uns gerade an dieser Arena vorbeischleichen, denn Serena hat uns schon gesagt, dass wir hier an dieser Arena ein Kämpfchen austragen werden gegen sie. Und ich dachte, ich könnte vorbeikommen, aber das hat nicht so ganz geklappt und sie hat uns entdeckt. Flo! Ja. Ah. Lass mich dir zeigen, wie stark ich inzwischen schon geworden bin. Schließlich habe ich im Café in Illumina City groß getönt, dass wir Rivalen sein würden. Den Worten müssen Taten folgen. Oh Gott, Alter. Ich hoffe, ich habe wirklich Lapras vorne. Und dann werden wir sehen, wie dieses Duell ausgeht. Vier Pokémon hat sie. Wir dürfen nur mit zwei antreten. Das ist natürlich ein ziemlich hoher Schwierigkeitsgrad, würde ich mal behaupten, an dieser Stelle. Okay, Lapras kommt. Level 44. Wir sind also ein bisschen unterlevelt. Aber es ist auf jeden Fall besser, gegen Psyaugon anzugehen mit unserem Armor. Wie viel macht das? 10 KP, genau. Okay, das ist perfekt, weil Überreste halt das dann wieder. Das ist eine Nullrunde für uns beide. Ne? Außer, dass du deinen Mogelhieb einen AP verloren hast. Das ist der Nachteil, den du da großartig hast. So, Säuselstimme macht nur Damage, ne? 15 KP, das ist so gut wie gar kein Damage. Wir könnten sogar den Regen rausholen. Ja, der Regen würde sich, glaube ich, lohnen. Tatsächlich. Weil noch ein Surfer reicht nicht. In der Zeit könnten wir auch den Regen mal auspacken. Und dann... Oh, man konnte sich doch im Pokémon Center Donner holen, oder? Ah, ist die Frage, ob man echt Donner raufpacken will auf Lapras. Oder ob man es nicht bei Donnerblitz beruhen lässt. Weil Donner und Regentanz ist halt eine nice Kombi. Und Surfer wird halt auch stärker dadurch, ne? Also es geht schon. Man könnte es machen. Ihr könnt auch eure Meinung gerne mal in die Kommentare schreiben. Donner oder Donnerblitz, was meint ihr? Schreibt es mal gerne rein, falls wir überhaupt mit Armor jetzt diesen Kampf überleben. Man weiß ja nie. Aber das müsste reichen, oder? Ja, okay. Psyaugon haben wir damit schon mal eliminiert und es regnet ein bisschen an diesem wunderschönen Tag. Und ich glaube, das könnte Armor ein wenig Vorteile bringen. Aber wir werden sehen. Flamara kommt. Ja, da bleibe ich doch auf jeden Fall drin. Also ich weiß nicht, warum sie jetzt in den Regen Flamara bringt. Wüsste nicht, dass das eine sehr effektive Attacke kann. Flammensturm im Regen. Okay. Sollte machbar sein. Ja. Ziemlich machbar. Und Surfer im Regen gegen dich wiederum dürfte nicht ganz so... Boah, du packst das. Really? Flamara, Alter. Was ist los mit dir? Was ist denn los bei dir? Ja, dann nochmal Surfer. Kann sein, dass es geheilt wird. Nee, wird es nicht. Geht auf Biss und möchte uns zurückschrecken lassen. Das macht schon deutlich mehr Schaden, ey. Und Lapras kassiert so langsam, aber sicher ein bisschen mehr Damage nach und nach. Okay. Aber es ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ist okay. Kriegen wir hin. 123 KP oder 124 KP ist jetzt auch nicht die Welt. Quajutsu. Wir könnten weiterkämpfen. Wir könnten aber auch Hutsasa jetzt mal einsetzen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, gegen uns sollte Quajutsu weniger in der Hand haben als gegen Hutsasa. Gegen Hutsasa könnte es Eistrahl, Sondersensor beispielsweise einsetzen. Gegen uns hat es halt sowas nicht direkt in der Hand. Wasserschuriken. Ja, danke, Alter. Nice. Das ist super nett von dir. Und die 11 KP durch die Überreste reichen genau, um uns aufzuheilen. Perfekt. Regen lässt nach. Der Regen hat uns, glaube ich, auch in der Situation jetzt geholfen, oder? Weil Wasserschuriken dadurch verstärkt wurden und wir dadurch mehr KP bekommen haben. Ich weiß halt nicht genau, wie das funktioniert mit H2O-Absorber. I don't know. Finsteraura macht schon ein bisschen Schaden, aber stört mich nicht weiter. Lapras vernichtet einfach Serena komplett im Alleingang. Überhaupt kein spannendes Kämpfchen. Du packst das schon, ne? Amor, du reißt das Ding alleine hier, Alter. 44. Sehr schön. Werte sind gar nicht so krass, ne? Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Kein Wert über 100. Kann es sein? Das wäre nicht so gut. Und als letztes Pokémon Absol. Oh, das könnte eventuell sogar schon die... Also ich weiß, dass sie später die Mega-Entwicklung kann, aber ich glaube momentan noch nicht, ne? Hoffen wir es einfach mal. Ich bin jetzt gerade noch gut dabei. Habe keine Wertsenkungen bekommen oder sowas. Von daher passt das alles. Und wir gehen an dieser Stelle mal. Surfer ist 90 und Eisstrahl ist 90, ne? War ja beides mal 95, glaube ich, früher. Dann gehen wir auf... Warum auch immer auf den Surfer. Eisstrahl wäre eigentlich besser gewesen, weil es zumindest noch den Effekt hat, dass es einfrieren könnte. Aber ja. Ziehen wir die Hälfte gegen ein Absol, das hat nicht so gute Verteidigungswerte. Ja, das ist doch wunderbar. Dann dürfte das Absol gleich Geschichte sein. Und Ruckzuckieb war jetzt auch nicht so die cleverste Wahl von dir, ne, Serena? Nachthieb ist schon besser.
Du siehst, es macht ordentlich Damage. Und Nachthieb hat eine erhöhte Volltrefferquote. Also zwei Nachthiebe hätten uns deutlich mehr in Bedrängnis gebracht als ein Ruckzuckhieb und ein Nachthieb. Glück gehabt. Ich will mehr über dich wissen. Warum du so stark bist zum Beispiel? Naja, weil ich die Challenge schaffe, Alter. Ja, du brauchst nur dieses Selbstvertrauen und diese Pose, okay? Und dann wird das schon alles. Meine Pokémon sind zwar deutlich stärker geworden, aber du bist mir mit deinem Team immer einen Schritt voraus. Aber egal, ich werde jetzt erstmal dein Pokémon-Team für dich wieder aufpäppeln. Das ist ja nett, das ist nett, dankeschön. Dein Pokémon-Team und du habt das Zeug, die Arenaleiterin zu schlagen. Los, Augen zu und durch. Ich weiß übrigens gar nicht, was es jetzt für eine Arenaleiterin ist, weil Eis passt ja jetzt nicht mehr. Und Fee hatten wir schon. Haben wir hier irgendwie so einen Überblick, wen wir noch besiegen müssen? Eine Wolke. Vielleicht Psycho? Geist? Ganz rechts ist auf jeden Fall Eis, oder nicht? Da bin ich mir ziemlich sicher, dass dem so ist. Aber I don't know. Werden wir gleich mal herausfinden. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Da die eine die nächste Herausforderung kaum abwarten kann, während die andere aus Angst vor einer Niederlage jeden Vergleich scheut, wird es wohl bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag dauern, bis ich mich der Arena stellen kann. Ja, ist doch auch was Tolles. Okay, hier gibt es nichts weiter außer einen schönen Ausblick. Was könnte das für eine Arena sein? Astrid. Der Sternenglanz weiß ja den... Stimmt, Astrid. Astrid war Psycho, glaube ich. Psycho, Psycho, Psycho. Ja, Julia und Akerasu. Zumindest Julia wäre dagegen natürlich ganz gut. Amor, Kokoro, Vayara, eher Simi, ne? Vayara kann gut gegen aushalten. Kokoro eher schlecht. Amor eher schlecht. Also, geht schon, ne? Bei beiden. Aber Eva ist es auch wieder sehr effektiv. Deswegen, Amor und Eva bringt, glaube ich, nicht so viel. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich lasse Kokoro und Vayara mal kämpfen in der Arena. Und werde aber mit Julia dann antreten. Aber Julia dürfen wir halt nicht weiter trainieren. Und deswegen mit Akerasu da irgendwie zu kämpfen, wäre etwas riskant, wenn wir keinen Wechsel garantieren könnten. Okay, die Fluxia Arena. Interessant. Hallo. Na? Sei gegrüßt, zukünftiger Champ. Wie geht's, wie steht's? Das hier ist ein Labyrinth in einem Pokéball. Doch selbst wenn du den Weg finden solltest, warten unterwegs lauter Psycho-Pokémon auf dich. Schreite entschlossen voran und nicht verzagen. Okay. Wow. Das war nice. Jetzt erinnere ich mich. Okay, ja. Super interessant. Super interessante Arena. Lass dich von der ungewohnten Umgebung nicht ablenken und zeige mir deine wahre Stärke. Okay. Du bist komisch, Lionel. Lionel Messi, Alter. Mit einem fetten Kokobai auf Doom. Okay. Da hat jetzt, glaube ich, niemand so den richtigen Vorteil, ne? Kokoro und so. Geht so. Beziehungsweise haben wir einen fetten Nachteil, weil wir eigentlich nichts, nicht sehr effektives haben. Wie sieht's denn bei Vayara aus? Was hast du für Attacken? Juwelenkraft. Oh, shit. Stimmt, mit dem Team sind wir richtig schlecht gegen Dings aufgestellt eigentlich, ne? Ja, okay. Kokowai ist, glaube ich, in der physischen Verteidigung besser. Ich guck einfach mal, was eine Aurasphäre macht. Durch Anpassung und so wird das schon irgendwie gehen. Hoffe ich mal. Aber mit dem Team sollten wir nicht kämpfen. Aber mit welchem dann? Lapras, okay. Aber Hutsasa ist dann eher ungünstig. Psycho ist ein bisschen gefährlich für uns, muss man sagen. Zumindest, solange wir Rabigator nicht benutzen können. Okay, fast die Hälfte. Das ist in Ordnung. Psychoshock macht wie viel wiederum? Oh, shit. Über die Hälfte. Okay. Das bedeutet, wir müssen an dieser Stelle auf Vayara wechseln. Das ist klar. Vayara wird das Ganze ganz gut tanken. Aber die Frage ist natürlich, wie kriegen wir Kokobai down? Weil unsere Angriffswerte sind jetzt halt nicht so der helle Wahnsinn. Muss man ja auch zugeben. Wow, das macht so viel Damage. Warum macht das so viel Damage? Wir haben notfalls eine Erholung, ne? Also darauf können wir notfalls zurückgreifen. Und wir outspeeden. Okay, das ist auch schon mal viel wert, weil wir die Erholung dann vor Kokowai einsetzen können und genau wissen, wann wir sie einsetzen müssen. So, ist verwirrt und greift sich selbst an. Das ist sehr gut. In Ordnung. Wir haben keine Recovery, ne? Außer halt Erholung.
Ich werde es mal mit einer Juwelenkraft versuchen. Die ist zumindest neutral und trifft speziell. Vielleicht kann es ein bisschen... Ah, viel Damage ist es nicht. Greif dich nochmal selbst an, das wäre super gut. Ja, nice. Okay, und jetzt können wir finishen. Jetzt können wir finishen, wenn er nicht heilt. Nee, tut er nicht. Okay. Erster Kampf, direkt einige Problemchen gehabt. Aber wir sind definitiv mit dem falschen Team reingegangen. Ich habe nur daran gedacht, wie gut wir Psycho resisten. Nicht, was wir gegen Psycho auch in der Hand haben tatsächlich, ne? Gegenstoß. Okay. Gegenstoß ist echt nicht verkehrt. Gerade jetzt in der Psycho-Arena nicht. Aber unser Angriff war nicht gut. Und Konfusstrahl, Erholung, Juwelenkraft, irgendwas davon aufzugeben, ich weiß nicht. Leute, ich weiß nicht. Zumal unser Angriff halt echt nicht gut ist, deswegen... Ich glaube, ich passe. Auch wenn es uns was bringen könnte, aber ich vertraue da dann sehr stark auf... ich will immer Gavina sagen, weil mein Rabigator, mein Competitive Rabigator so heißt. Dass uns... Wie heißt denn unser Rabigator? Ich hab's gerade vergessen. Ja, kontrollierst du deine wahre Stärke, hast du auch deine Pokémon unter Kontrolle. Mhm, so ist das, Alter. So sieht's aus, Mann. So sieht's aus. Julia, stimmt, Julia. Genau, ich vertraue da sehr stark auf Julia und ihren Knirscher und so. Hochmut hast du nicht zufällig, ne? Sondern Bedroher nur, oder? Ja. Hochmut wäre natürlich OP. Aber ich hoffe mal, dass du das irgendwie gebacken bekommst zusammen mit Akerasu. Ihr beiden bringt halt echt nicht so viel momentan. Deswegen lassen wir lieber Armor kämpfen. Und hoffen, dass das funktionieren wird, ne? Leute, ich denke, das ist das Beste, was wir tun können. So, dann heilen wir die erstmal hoch. Nur für den Fall, dass sie irgendwann kämpfen müssen. Im schlimmsten Fall. Oder wenn es einen Doppelkampf gibt, müssen sie halt auch kämpfen. Ja, mal gucken. Okay, wo werden wir jetzt hingeportet? Und gibt es hier Abzweigungen, die man nehmen kann? Oder gibt es immer eindeutige Wege? Das ist natürlich eine andere Sache. Okay, es gibt Abzweigungen. Hier könnten wir irgendwo hin. Und hier geht's aber... Okay, nee. Nee, okay, es gibt scheinbar doch keine... keine Abzweigung, sondern nur einseitige Wege. Das ist interessant, aber wir werden hier auf jeden Fall noch weiteren Trainern begegnen. Wie ich immer konsequent den falschen Weg nehme, ne? Mann, aber irgendwie kommen hier gar nicht so viele Trainer gerade. Es wird aber langsam mal Zeit wieder für einen. Ich denke, hier wird jetzt mal schon was kommen. Ach, jetzt sind wir unter Guido. Okay. Alter, what the fuck? Vielleicht gibt es auch nur einen Trainer hier, man weiß es nicht. Nobody knows. My friends. Okay. Könnte der richtige Weg sein. Ist egal gewesen, wir hätten uns vorbeischleichen können. Solange du an dich glaubst, kannst du alles erreichen. Ich weiß, Bro. Ich weiß, Alter. Ich krieg das hin. Ein Pokémon, ein Meditales. Oh, scheiße. Warum ausgerechnet Meditales jetzt gegen Lapras? Warum? Okay, wir werden es wie vorhin machen, auf Eva switchen. Also vorhin im letzten oder vorletzten Part. Ich weiß es nicht genau. Irgendwann da so. Und wir werden das jetzt schon irgendwie hinkriegen. Akupressur. Oh Gott, das erhöht irgendeinen Wert stark. Verteidigung. Okay, das geht. Verteidigung ist unwichtig. Wir gehen auf Toxin direkt. Nochmal Akupressur. Oh, ja. Alter, Meditales mit einem Angriff. Angriffspush von plus 2. Holy fucking shit. Das ist nicht gut. Wenn das einen Zen-Kopfstoß hat, dann war es das mit unserem Team. Nochmal, okay, solange es nur Akupressur spammt, ist es in Ordnung. Verteidigung steigt nochmal, ist also auf plus 4. Physisch kommen wir da gar nicht mehr durch das Vieh. Aber wir greifen ja speziell an. Und das funktioniert auf jeden Fall noch. Okay. In Ordnung. Es stirbt jetzt auf jeden Fall durchs Griff, deswegen gehe ich auf Synthese. Falls es uns angreift. Und es greift physisch an mit einem Turmkick. Holy! Und den Crit bekommt es auch noch. Alter, es ist ein 130er Stab Move auf plus 2 von einem Meditalis mit Kraftkoloss als Fähigkeit und ein Crit. Eva, du geile Sau, ey, dass du das gepackt hast, ey. Das lebt noch! Es lebt einfach noch was! Oh mein fucking Gott. Es lebt noch. Ich hätte Gigasauger einsetzen müssen. Ich dachte, das reicht. Oh je. Ich könnte jetzt heilen.
Dann würden wir eigentlich safe überleben, selbst ein Volltreffer. Aber ich glaube... wenn es ein Turmkick nicht Volltreffer ist, dann sollten wir das eigentlich relativ easy packen. Von daher, come on. Oh, es geht nur aber gut, das war. Puh. Glück gehabt. Glück gehabt im Unglück, ey. Ich weiß nicht, was noch jetzt gestiegen ist noch, aber... holy, holy, holy. Das war gefährlich as fuck. Mega Meditales, genau. Meditales of Doom. Ja, am geilsten wäre noch, wenn es noch Mega Meditales gewesen wäre. Wer oder was könnte euch aufhalten? Niemand, würde ich fast sagen. So sieht's aus. Wäre es ein Mega Meditales gewesen, ey, wir wären zerfetzt worden. So kommen wir da ohne einen KP-Verlust raus, waren aber dem Tode sehr, 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 sehr nahe. Ah, naja. So, ich glaube, einen Trainer gibt es hier mindestens noch, also ein bis zwei, würde ich sagen. Vielleicht auch keinen mehr. Aber ich tendiere zu einem. Mal schauen. Ist auf jeden Fall jetzt nicht das krasseste Rätsel of the Universe. Okay, hier sind noch... ah, nee. Okay, ich sehe hier auf jeden Fall drei Trainer insgesamt, wenn wir die anderen beiden schon besiegt haben. Dann okay. Dann in Ordnung. Mein Kampf gegen dich steht unter einem anderen Stern als alle Kämpfe davor. Zu dieser Erkenntnis bin ich in einer Vision gelangt. Okay, dann schauen wir mal, wie deine Vision so aussieht. Wieder nur ein Pokémon. Ich glaube, das finde ich nicht gut. Zyto fucking Mega. Ja, hier dürfen wir es uns nicht erlauben, auf Uzzaster zu gehen. Ich weiß, dass das Vieh Donnerblitz, glaube ich, kann. Ich weiß, dass es Gigasauger Energieball kann. Ich weiß, dass es Fokusstoß kann. Also eine sehr effektive Attacke könnte da durchaus auf uns zukommen. Aber, ja, wir müssen erstmal angreifen. Und wir outspeeden. Vielleicht ziehen wir über die Hälfte ab mit irgendeinem Wunder der Medizin. Wir kriegen den Freeze! Genau deswegen habe ich Eisstrahl eingesetzt. Genau deswegen, weil da... ne, Surfer und Eisstrahl gleich stark. Beide Stab. Eisstrahl hat die Chance zu freezen. Oh, das kann uns echt den Arsch gerade retten. Holy... ja, okay. Nice, 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 nice. Zytomega ist einfach... ein unfassbar gefährliches Pokémon. Das hat uns ja damals in Schwarz 1, glaube ich, richtig zerfickt. Von daher bin ich sehr froh, wie das gerade ausgegangen ist. Damit bin ich ein kleines bisschen zufrieden, würde ich meinen, aber nur ein kleines bisschen. Okay, wunderbar. Dankeschön für diesen sehr, sehr tollen Kampf. Oh, da habe ich schon die Leiterin gerade gesehen. Kommen wir da jetzt hin? Kommen wir da jetzt hin? Nee, tatsächlich nicht. Ein Kämpfchen haben wir noch vor uns. Hä? Machst du dann Platz gleich oder wie? Ich komme ja hier gar nicht durch. Vieles in unserer Welt bleibt dem Auge verborgen, muss daher alles gleich mit Zauberei zu tun haben. Natürlich nicht, nicht zwingend, aber schon fast immer, würde ich sagen. Und Kira? Rosana. Okay, Rosana ist endlich mal ein Pokémon, von dem ich nicht so viel Angst haben muss, glaube ich. Wobei es halt auch Abgesang kann. Ich glaube nicht, dass es Abgangsbunt kann. Also das geht dann immer noch. Aber das kann schon gefährlich werden. Aber nicht ganz so gefährlich wie die davor. Lawine. Okay. Resisten wir vierfach. Ist physisch. Nicht die klügste Wahl, Rosana. Nicht die klügste Wahl. Aber passt schon. Kannst du weitermachen. Ist in Ordnung. Vielleicht kriegst du mich ja irgendwann unter die Hälfte der KP. Dann macht es doppelt so viel Schaden. Aber ich wage es ein bisschen zu bezweifeln. Okay. Roter Bereich. Nochmal Lawine. Also wenn das das Stärkste ist, was du hast. Dann GG. GG, Rosana. GG, GG, GG. Okay, Rossi, dann ist, glaube ich, der Moment gekommen zum Sterben, würde ich sagen. Bye, bye! War sehr schön mit dir. Also man könnte durchaus auch mit Lapras gegen den Leiter antreten, beziehungsweise die Leiterin, aber ich glaube, dass wir das tatsächlich unser Unlicht-Pokémon nehmen sollten. Ne? Zumal viele Psycho-Pokémon auch recht langsam sind. Wir haben, glaube ich, alles mit Lapras outspeedet. Die unsichtbare Kraft der seelischen Unterstützung für mein Pokémon war wohl nicht stark genug. So sieht's aus. Es gibt natürlich auch sehr schnelle... aber ja, und vor allem gegen Meditales wird es schwierig. Okay, hier war eine Sackgasse tatsächlich. In Ordnung. Ach, da hinten geht es noch lang. Ah, okay. Okay. Ich dachte, wir hätten hier vielleicht die falsche Abzweigung genommen. Und es gibt tatsächlich mal einen Prank. Aber nee, sieht nicht so aus. Hier könnten wir uns vorbeischleichen. Es sind doch noch ein paar mehr Trainer hier drin, als ich gedacht hätte, wenn ich ehrlich bin. Diese Arena wird ausschließlich mit kosmischer Energie betrieben. Kosmische Energie ist tolle Energie. Ophelia mit einem Gardevoir. Ja, das kann theoretisch einen Fokusstoß und der würde wehtun. Aber rein in der Praxis sollten wir das auf jeden Fall hinbekommen. No! Na okay, H2O-Absorber ist nur halb so wild, weil wir auch mit Eisstrahl agieren können. Und vielleicht kriegen wir ja wieder den Freeze. Man weiß ja nie, ne? Okay, ich darf jetzt nur noch Attacken einsetzen, die Gardevoir nicht beherrscht.
Oh Gott. Das macht nicht viel Damage. Aber wir müssen da durch. Wir müssen da durch. Wie viel macht die Psychokinese so? Okay, 50. Ich glaube, da kriegen wir dich tatsächlich vorher noch down. Mega Lag of Doom, Alter. Aber alles gut, glaube ich, noch mit der Aufnahme. Oder? Wäre nicht so gut, wenn die jetzt abbricht. Psychokinese again. Solange es keinen Spezialverteidigungsdrop gibt, ist alles in Ordnung. Du bist fast down. Also Gardevoir outspeedet uns, aber ich denke, Rabigator könnte schneller sein. Trotz allem. Hat jetzt aber den Feentyp, ne? Das heißt, da bringt eben, der Knirscher auch nicht mehr ganz so viel. Deswegen müssen wir uns da echt überlegen, ob es Sinn macht, mit Gavina und Meditalis da reinzugehen. Weil Meditalis ja dann auch mit Psycho- und Kampfattacken eher nichts dagegen hat. Vielleicht sollten wir es tatsächlich unserem vielleicht stärksten Team überlassen. Sag schon, was ist die Quelle deiner unbändigen Kraft? I don't know. Ich würde gerne ein Kombo-Team aus Lapras und Julia bauen. Das wäre, glaube ich, echt nicht verkehrt. Aber ich glaube, dass das nicht passieren wird, leider Gottes. Weil es gegen die Regeln ist. Oh Mann, ey. Aber vielleicht, warte mal, sind das wenigstens unterschiedliche Geschlechter? Nee, ne, das sind beides männlich, oder? Nee, Julia, stimmt, Julia ist weiblich und Amor. Okay, wir könnten doch theoretisch Eva opfern und Akerasu opfern, oder? Einfach sterben lassen jetzt irgendwo im Gras. Und dann verbünden wir die einfach. Ja gut, ich glaube, das ist es mir dann doch nicht wert. Vielleicht schaffen wir es ja auch so ohne Verluste. Man wird es sehen. Ich glaube, jetzt sind wir bei ihr angekommen. Oder immer noch nicht? Hier gibt es immer noch eine Wegabzweigung. Okay, doch, wir sind da. Und da hinten rechts lang geht es wahrscheinlich zur Abkürzung. Okay. Ja, jetzt müssen wir uns entscheiden, Leute. Womit treten wir gegen sie an? Womit? Kokoro und Vajara, die können ein bisschen was tanken, aber... Nee, auf Dauer nicht. Amor ist sehr gut. Eva ist semi-gut. Akerasu ist semi-gut. Julia ist sehr gut. Gucken wir uns mal die Werte im Vergleich zu Lapras vielleicht an. Wir haben einen Angriff von 126. Das ist deutlich besser als der Spezialangriff von Lapras. Und wir haben eine Init von 117. Das ist das Beste, was wir im Team haben, zusammen mit Lucario. Spezialverteidigung ist halt scheiße. Okay, ich würde dir auf jeden Fall gerne irgendwas geben, was deinen Angriff ein bisschen mehr pusht als Pudersand. Also Knirscher können wir ja im Optimalfall eigentlich immer einsetzen. Auch im Nicht-Optimalfall eigentlich, weil effektiven Schaden sollte es immer machen. Hoffentlich meistens sehr effektiven Schaden. Bei Gardevoir wird sie, denke ich, haben. Und das kann uns mit einer Feenattacke sehr große Probleme verursachen. Vor allem beiden Pokémon, ne? Sowohl Meditalis als auch Dings. Ah, oh, shit, ey. Haben wir denn hier irgendwie was, wie das Schattenglas oder so? Oder, keine Ahnung, irgendwas anderes. Ein Kingstein wäre natürlich auch interessant zum Zurückschrecken lassen. Also, immer noch besser, glaube ich, als das, was wir gerade tragen. Metronom. Metronom ist mega gut. Je nachdem, was als erstes Pokémon kommt, können wir damit unsere Attacke mega pushen. Metronom ist eine gute Idee. Mit der Furchttafel könnten wir Unlichtattacken boosten, aber mit Metronom boosten wir halt auch schon, glaube ich, beim zweiten Mal schon mehr als mit der Furchttafel, beim zweiten Einsatz. Deswegen, ich glaube, ich werde Metronom mal geben. Und dann sollte Julia vielleicht eine ganz gute Strategie sein, weil Gardevoir hat zum Beispiel keine so gute Verteidigung. Ja, und zweite Wahl ist dann halt Amor und Eva. Und die dritte Wahl Kokoro und Vajara. Ich werde es mal versuchen, ob das klappen wird. Gegen die gute alte Frau hier. Alle Pokémon sind fit, ne? Alle Pokémon sind top fit. Okay, dann werden wir gucken, was sich so ergeben wird, würde ich sagen. Es könnte eine ordentliche Klatsche geben jetzt. Für beide Seiten. Sieh diesen Kampf als eine Art Ritus an. Blicke zurück auf deinen bisher eingeschlagenen Weg und bestimme die Richtung für die Zukunft. Ja, lass uns jetzt mit dem Kämpfen beginnen. Dein Gegner bin ich, die Arenaleiterin Astrid. Versus Astrid, die siebte Arenaleiterin, die vorletzte.
Ob wir es schaffen werden, wir werden sehen. Es kommt ein Symbolara, das könnte auf jeden Fall schlechter sein, der Start für uns. Ist jetzt auch nicht das Beste, also das Beste wäre irgendwie gewesen ein Spoink oder so. Aber Symbolara ist in Ordnung, denn wir treffen sehr effektiv und wir könnten outspeeden. Ich hoffe, dass wir outspeeden. Wir outspeeden, das ist sehr gut. Kriegen wir einen One-Hit vielleicht sogar hin? Ich bin mir nicht sicher, es ist ein fucking Symbolara. Ja, bekommen wir, okay. Und ab jetzt fängt Metronom an zu wirken. Das heißt, unsere nächste Knirscherattacke ist schon besser. Und es kommt ein Lashoking. Wir müssen es durchziehen, Leute. Wir müssen es durchziehen. Lashoking hat eine sehr effektive Attacke, aber seine physische Verteidigung ist nicht mega gut. Und Knirscher wird gerade ein bisschen geboostet. Wir sind also so eine Art schwaches Hochmutmon. Von daher, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Nice! Okay, und jetzt noch Gardevoir, oder? Und wir haben Metronom halt schon zweimal ausgelöst. Das heißt, Knirscher wird immer stärker. Psiaugon! Ja! Kein Gardevoir. Nice, Alter. Dann ist es easy peasy gewonnen. Muggelhieb. Ich weiß nicht, ob es da mit Metronom unterbricht, aber Psiaugon sollte gegen uns nichts in der Hand haben. Außer vielleicht einen Zauberschein. Und den könnten wir, glaube ich, sogar noch packen. Ich meine, klar, es ist auf 48, aber wir auch. Und Psiaugon geht auch da. Nice. Okay. Das war der spannendste Arena-Leiterkampf aller Zeiten. Julia hat gerockt, würde ich sagen. Level 49 an dieser Stelle. Sehr gut. Du hast das Potenzial, den Lauf der Sterne zu ändern und dir deinen eigenen Weg zu bahnen. Ich weiß, Alter, ich weiß. Sieh diesen Orden als eine Art Urkunde an. Möge er Zeugnis ablegen über den von dir eingeschlagenen sowie gemeisterten Weg. Ja, der Psi-Orden. Im Arena Battle 2 gibt es ja auch einen Psycho-Orden, den ihr euch holen könnt, der Trance-Orden ist es, glaube ich, von Nujiko. Oder? War es Nujiko? Ja. Ja. Ich verwechsel Nujiko und Blocky gerne mal so, wenn ich nicht drüber nachdenke. Sieh es als eine Art Vertrauensbeweis an. Alle Pokémon bis Level 90 werden dir fortan ihr Herz öffnen und gehorchen. Ja, das ist das Licht des Psi-Ordens. Gedankengut ist cool. Gedankengut ist sehr nice. Sieh es als eine Art Kraft an. Der Spezialangriff und die Spezialverteidigung des Anwenders werden steigen. Ja, die TM-Gedankengut macht es möglich. Jene Leben, spendende Kraft erwacht vor dem Schluchzen. Nimm dich in Acht. Das hält die Zukunft für dich bereit. Sieh es als eine Art Wegweiser an. Möchtest du zurück zum Eingang? Ja, schon ganz gerne. Also dann. War auf jeden Fall ein krasses Duell mit Ihnen, Sir, Madame. Tja, bye bye, Guido. Deinem Sieg über die Arena-Leiterin muss Anerkennung gezollt werden. Daher habe ich deinen Namen in die Tafeln an den coolsten aller Arena-Statuen eingraviert. Ja, geht so, ne? Aber Dankeschön, Guido, aller bester Homie alive. So. Es war sicher ein Kinderspiel für dich, den Psi-Orden zu ergattern. Stimmt's, Flo? Ach, sie war's. Okay, ich dachte, der Typ rechts könnte es eventuell gesprochen haben. Ich glaube, dass ich dich täglich zu einem Kräftemessen herausfordern werde, sobald dieses Abenteuer erst einmal hinter uns liegt. Immerhin wohnst du ja nebenan. Lass uns eine Neuauflage des Kampfes wagen. Es gibt nichts Besseres, um stärker zu werden, als sich mit starken Trainern im Kampf zu messen. Ja, aber nicht jetzt, okay? Was könnte das nur sein? Ja, mal gucken, was das für eine Hulu-Nachricht ist. Flordelis, okay. An alle Trainer im Besitz eines Holologs. Ich bitte um eure Aufmerksamkeit. Wir von Team Flair stehen kurz vor der Inbetriebnahme der ultimativen Waffe. Sie wird, mit Ausnahme von uns selbst, alles Leben dieser Erde auslöschen und es uns ermöglichen, eine Welt der Schönheit zu schaffen. Unsere Erde ist von Parasiten befallen, die sich an der hart erarbeiteten Ernte anderer laben. Sie sehen Neid und Zwietracht. Wenn wir nichts unternehmen, wird dies zu hässlichen Auseinandersetzungen führen, die unsere Welt ins Chaos stürzen werden. Ich wiederhole, Team Flair wird mit Hilfe der ultimativen Waffe eine neue Welt erschaffen. Und nun verabschiede ich mich von all jenen, die nicht Team Flair angehören. Adieu und nichts für ungut. Plot Twist! Hätte niemand mitgerechnet. Was hat Flordelis da gesagt? Um eine Welt der Schönheit zu erschaffen, muss alles außer Team Flair vergehen? Flo, lass uns rasch das Geheimversteck von Team Flair aufspüren. Zum ersten Mal sind wir Flordelis in Illumina City begegnet. Vielleicht liegt das Geheimversteck ja dort? Ja, unmöglich ist es nicht, ne? Was ist mit euch jetzt hier los? Ich bin so froh, zu dem Flair zu gehören. Denn nur so kann ich diesen erstklassigen Espresso im Bistro Flordelis schlürfen. Ein Hinweis?
Warst du schon mal auf der Place Rose? Das ist ein Platz im Zentrum von Illumina City. Du findest ihn gegenüber des Pokémon-Centers, das beim Prismaturm gelegen ist. Von dort ist es auch nicht mehr weit zum Bistro Flordelis. Der Kaffee dort ist Weltklasse. Ja, ich stelle mich mal neben euch, damit ich das Ganze nicht vergesse. Denn der Part ist hier an dieser Stelle zu Ende. Wir haben den Arena-Leiterkampf relativ mühelos hinbekommen. Und jetzt geht es ab gegen Team Flair, die ganze Welt vernichten wollen. Okay. Dann mach das mal, aber ich verstehe nicht so ganz, warum ihr das ankündigt, großkotzig. Es kann sich ja fast nur um eine Falle handeln, oder? Oh, an alle Trainer da draußen in der Welt, wir werden bald, wir stehen kurz davor, die große Waffe zu haben. Wir werden die ganze Welt zerstören. Wollte ich euch nur gesagt haben, ne? Nicht, dass ihr jetzt irgendwie was unternehmt oder so dagegen, ne? Das wäre ja surreal, wenn da plötzlich irgendwie ein Aufstand gegen uns kommen würde. Also, vollkommen surrealistisch, ey. Ja, die Story flasht mich bisher nicht so, muss ich zugeben. Aber wir werden mal gucken, was da noch so kommen wird. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.